In diesem Video wollen wir uns das Caso Vakuumiergerät VC10 näher anschauen. Das System hat sehr gute Testergebnisse. Im Januar 2018 hat es bei der Stiftung Warentest mit gut abgeschlossen. Und insgesamt muss man sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt man etwas sehr Schönes. Was macht man damit? Ja, das wisst ihr selber. Ihr wollt Sous-Vide kochen oder Dinge länger frisch machen und da kommt dieses Gerät. Das Gerät ist relativ kompakt, 1,3 Kilogramm und wir schauen uns das jetzt an von den Funktionen her. Alles in allem haben wir einmal hier bei diesem Gerät das Bedienfeld, Schweißen, Stopp, Vakuum und Schließen. Im Prinzip nimmt man am meisten Vakuumieren und Schließen. Und diese Stopptaste ist, wenn irgendwas schief geht, wenn zum Beispiel eure Lebensmittel dann in den Beutel zu sehr zusammengedrückt werden oder ähnliches, und das Schweißen nutzen wir einfach, wenn wir noch eine zweite Sicherheitsnaht setzen wollen. In der Regel nutzen wir aber Vakuum und Schließen. Vor der Inbetriebnahme einfach mal anstecken, das ganze Gerät. Hier unten ist auch eine praktische Schnuraufbewahrung. Made in Deutschland. Gehäuse ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber es hat auf alle Fälle Kraft. Im Netz sieht man immer mal wieder Videos, wo man schafft, mit diesem System auch eine leere Cola-Dose zu zerdrücken. Das ist gut. Wenn man das lagert, ganz wichtig, man lässt es einfach nur offen stehen. Das heißt, sonst würde nämlich immer dieser Dichtungsgummi zusammengedrückt. Das wäre für die Nutzung oder für den Dauerbetrieb blöd. Deswegen immer schön was dazwischen legen, vielleicht eine Pappe, dass das hier schön einfach ein bisschen offen bleibt. Wir haben hier das untere Teil der Schweißvorrichtung. Schweißvorrichtung ist hier oben. Hier drüber, das sieht aus, als wenn man das abmachen muss. Macht man aber nicht. Das ist ein Teflonband. Und dieses Band bleibt bitte in dem Gerät oder bleibt mit dran. Da habe ich das erste gehabt, wo ich im Prinzip was so ein bisschen gezweifelt habe, ob es ab muss. Aber der Hersteller legt dann auch was bei, dass man erstens das Band dran lässt. Und zweitens, dass man immer zur Aufbewahrung das Ganze offen lässt. Ansonsten, was der Hersteller ebenfalls beilegt, ist nämlich was zur Garantieverlängerung. Macht es bitte direkt nach Kauf. Danach ist es auf 36 Monate nämlich nicht möglich. Und ansonsten haben wir hier einfach nur Folgendes dabei. Man hat je nach Set sozusagen ein Grundkonvolut an Beuteln dabei. Da kann man das Ganze mal ausprobieren. Von den Beuteln her habe ich mir einiges gekauft, mache ich euch auch einen Link rein. Verschiedene Größen, ist alles geeignet fürs Sous-Vide-Kochen, für die Mikrowelle im Prinzip so, dass es direkt losgehen kann. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Beuteln. Es gibt Endlosbeutel, da würdet ihr sozusagen immer wieder hier auf das Zwischenschweißen drücken und dann würde das geschweißt. Und kauft ihr euch normale Beutel, ist schon hinten eine Schweißung dran. Da müsst ihr also nicht vorher aus dem Schlauch einen Beutel machen, um dann was reinzumachen oder ähnliches. Ansonsten merkt man, das ist auch sehr schnell einsatzfähig und ich werde jetzt Kaffeebohnen haltbar machen und Kaffeebohnen verschweißen. Das wäre es erstmal von diesem Video. Ihr wisst alles, was dabei ist. Und zu guter Letzt ist natürlich neben der Dokumentation auch nochmal eine Ersatzgummilippe dabei zum Vakuumieren. Aber ansonsten war es das alles und für 50 bis 60 Euro kriegt man hier echt ein solides und gutes Gerät. Gerade die Bewertungen sagen einfach, das ist ein Klassiker, kann man kaufen. Nochmal zum Verbrauchsmaterial. Hier sind jetzt 50 Beutel drin, kostet ca. 14 Euro. Das heißt, wir sind ca. Bei 30 Cent pro Beutel, muss man sagen. Ist teuer, aber man macht natürlich hochwertige Sachen rein, wenn es um Kaffee haltbar machen geht oder Fleisch, ist das tausendmal günstiger, als das Fleisch oder den Kaffee verkommen zu lassen.